Good evening and welcome to More Songs for Cynical Scientists. I'd like to take this opportunity of telling you what's been happening in the lab since I last addressed you. First slide, please. Now I'm sure you'll all remember what I said here last November when I said what I had discovered with such ease. First slide, please. For the sake of time reduction, I'll miss out the introduction and go straight into the details. Next slide, please. Next slide, please. This shows NMR 3D of MPF and TBP. We PCR'd P53 and I peak cyclins A to Z, as you can see. Next slide, please. Can you hear me at the back? Well, can you hear me at the back? Oh, now the microphone's got feedback. Next slide, please. Next slide, please. Please can someone shut that door or stop the rock group in next door? And please can someone kindly catch that swarm of bees? Next slide, please. I'm sure you can't make out the tracks, 'cause this has just come in by fax. I'm still expecting several more, so next slide, please. Next slide, please. Now this curve that goes straight down shows stimulation upside down or just a crack the wrong way round. I'm not quite sure. Next slide, please. Can you go 13 slides back? Or is it 16? I lose track. And no, I meant the left projector. Next slide, please. Next slide, please. Now this is looking rather blurred. Is it a plane or just a bird? I should have skipped that seventh whiskey. Next slide, please. Next slide, please. This may cause some slight confusion, 'cause it shows cold nuclear fusion. Now it's melting the projector. Next slide, please. Next slide, please. Have I been drinking too much liquor? Or is that smoke there getting thicker? Can you find a new projector? Next slide, please. Next slide, please. It looks as if I'll have to shout. The fire alarm is winning out. Can you just try to pay attention? Next slide, please. Next slide, please. I don't think this slide can be seen. That fireman's hat obscures the screen. Can you just wait until I've finished? Next slide, please. Next slide, please. Now I'm feeling rather manic, but the audience's panic won't disturb my concentration. Next slide, please. Next slide, please. Now this looks like apoptosis. Can you turn off those fire hoses? 'Cause the water level's rising. Next slide, please. Next slide, please. I'd like to thank the organizers, those two penny-pinching misers. Who would only guarantee my one-way fare. Last slide, please. I see the fireman's going frantic, so I'd best swim the Atlantic in despair. This is a nightmare experienced by most scientists. As I was walking one summer's morning, I made my way to the library in search of wisdom and education. I scanned the journals so eagerly. I picked up Nature and looked inside it, and lots of adverts I there did see for PCR and restriction enzymes, for cloning kits and HPLC.
At last I tracked down the page of contents and scanned the title so eagerly. There were quarks and quasars and plate tectonics, T-cell receptors and HIV. And as I browsed through the latest scandals, I sighed and yawned rather wearily, till there I saw my latest paper and brightened up most immediately. I swelled with pride as I gazed upon it. What finer gels could you ever see? And every figure was as we'd planned it. Models of logic and clarity. But then I paused in deep contemplation. A nagging doubt stirred to trouble me. It was just 3 days since we'd sent the paper. There was no way this could be by me. The author's name and address were different. All other features were just the same. I gazed in horror at every figure. There was no doubt we were scooped again. I muttered oaths as I gazed upon it. I mopped the sweat from my fevered head. I'd have torn my hair, but that posed a problem. So I sighed and wished that I'd stayed in bed. I found a keyboard and started writing. A short erratum I sent straightway, correcting names and address of authors. And whistling softly, I strolled away. That described one familiar sort of scientific nightmare. This describes another. It's not about reading the literature. Instead, it's about international travel. And in particular, it's about international airports and the stress that these impose on our lives. And for those of a nervous disposition, you'll be pleased to know that at least one airport caters for passengers of a nervous disposition, namely Narita Airport in Tokyo, where the instructions of how to find your way through the airport give a phone number at the bottom of the sheet, which you can dial for fright information. This song is about an airport nearer to home. One perk of being a scientist is that you get to go to exotic destinations like New Jersey and Glasgow. But there's one snag I'll tell you, for no matter where I go, it seems I always have to fly from London Heathrow.
Up and away is where I long to go. But why, oh why, do I have to fly from London Heathrow? In a ring round London airport, there are traffic jams for miles, and crowds of sweating bodies with more grimaces than smiles. You stand in line for endless hours that exhaust your temper's dwindling powers, when you hear your flight will be delayed for only 19 hours. Up and away is where I long to go, but next time I fly, I'll try to bypass London Heathrow. So I fly to Rome from Cambridge with one change in Amsterdam, and I park in the long-term bike sheds with no sign of traffic jams. At Amsterdam, it's easy as I climb the moving stair and arrive at my connecting gate with loads of time to spare. Up and away is where I long to go, but why, oh why, did I ever fly from London Heathrow? So I sit back and relax as my flight takes off on time, when I realize I've left my watch still set on English time. So I slowly realize that although the gate was right, because my watch was 1 hour slow, this can't be the right flight. So if this is not the 10:05, I wonder with alarm if this flight is for Bolivia or Dar es Salaam. So I listen very carefully, but the pilots don't say much, and everything they say in fluent double Dutch. Up and away is where I long to go, but why, oh why, did I try to bypass London Heathrow? So I listen very carefully for any English version, as I wonder if I'm going to need Swahili, Greek or Persian. Then the pilot reassuringly suggests we'd like to know that very soon we're due to land in London Heathrow. Up and away is where I long to go, but why, oh why, do I have to fly from London Heathrow? This song is an awful warning. Lord Nelson's renowned for Trafalgar. An apple helped Newton to fame. Ed Southern's great worth spread all over the earth because of the blot on his name. And sometimes I feel green with envy of those who reach fortune and fame. But if fame knocks at the door, then I won't be so sure. If you listen, I'll try to explain. For no matter what I do, I fear I'm destined to be known as the man who coined that ghastly term, molecular chaperone. One day I found a new protein that acts in an unusual way. It helps other structures assemble by keeping their ligands at bay. It doesn't bring partners together, but rather it holds them apart to protect their virginity at any salinity by playing a chaperone's part. This protein I called nucleoplasmin, and I wanted to say how it acts. And molecular chaperone seemed a good term to accommodate most of the facts. For this term I had planned just a quick one-night stand, then I'd carelessly throw it away.
But I ought to have known that no true chaperone could allow me to act in this way. Now, no matter what I do, I fear I'm certain to be known as the man who coined that ghastly term, molecular chaperone. I'd failed to allow for John Ellis, a true British bulldog of old. With a shotgun he said, to this term you'll be wed, and he welcomed it into the fold. I never thought that one cute concept could cause me such anguish and pain, but to increase my groaning he called. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich, Sie in der neuen Woche wieder begrüßen zu dürfen, trotz Corona-Attacke, trotz einer großen Krise in unserem Land sind Sie unverdrossen wieder online in unserem Kanal, um Ihr Wissen in Zellbiologie zu erweitern. Ich habe Ihnen vorab im Chat schon zwei gute Nachrichten zukommen lassen, dass wir die Ron Lasky-Songs spielen dürfen. Ron Lasky hat persönlich geantwortet und freut sich sehr, dass Medizinstudenten in Innsbruck seine Songs mögen. Und Cold Spring Harbor Press hat freundlich eingewilligt. Und was noch viel, viel schöner ist, Kollege Vincent hat einen Song komponiert für uns, speziell für uns alle. Und ich glaube, das wird uns viel Freude und Wärme geben in einer Zeit, wo man dichter zusammenrücken muss. Und wir werden das in der Pause natürlich einspielen. Nun, wir sind wieder in unserer Vorlesung und wie bereits in den vergangenen Vorlesungen möchte ich auf die Beantwortung von Fragen aus dem Live-Chat zunächst einmal eingehen. Und da waren einige Fragen, die mich mit E-Mail erreicht haben und die auch im Live-Chat waren, zu einer weiteren Erklärung der Unterscheidung Actin versus Mikrotubulin-Motoren. Und ich habe deshalb eine kleine Lernunterlage für Sie zusammengestellt, die ich Ihnen am Wochenende zugeschickt hatte. Ich hoffe, es haben alle erreicht. Diese Lernunterlagen sind gut angekommen. Sollten jemand von Ihnen die nicht bekommen haben, bitte mir einfach eine E-Mail schicken, dann werde ich die noch einmal versenden. Was mir auch aufgefallen ist, wie ich den letzten Live-Chat noch einmal durchgegangen bin, war, dass da immer noch Unklarheiten über das Aktionspotenzial und die Synapse waren. Und ich hatte auch in der letzten Vorlesung ursprünglich ein Video vorbereitet, was passiert an der Synapse, wenn das Aktionspotenzial dann schließlich eintrifft. Und das werde ich Ihnen im Folgenden dann kurz zeigen. Nur noch einmal, es war so ein bisschen die Frage im Raum nach der Henne und dem Ei, wer war zuerst? Jeder Einfluss, der eine Zelle von außen treffen kann, kann ein Aktionspotenzial auslösen, kann eine Änderung der Ladungen an der Membran auslösen. Und das kann eine Sinnesepithelzelle sein, das kann ein akustischer Reiz sein, das kann ein optischer Reiz sein, das kann auch ein Druckreiz auf die Haut sein, ein Schmerz sein. Alles führt zu Depolarisation und zur Änderung des Membranpotenzials und dann entsteht ein Aktionspotenzial. Wir sehen hier so ein Axon noch einmal dargestellt. Und im nächsten werde ich Ihnen zeigen in einer Animation, wie an der Synapse sich dann auswirkt, wenn so ein Aktionspotenzial entlang des Nervs bis zur Synapse gelangt und sich dann dort praktisch biochemisch manifestiert. Ich spiele jetzt eingangs zur Wiederholung und zur Verfestigung dieses Wissens dieses Video ab für Sie. Passen Sie gut auf. Neurons transmit chemical signals across synapses, like the one shown in this electron micrograph. We can identify the dendrite of the receiving or postsynaptic cell, as well as two presynaptic nerve terminals loaded with synaptic vesicles.
Note the narrow cleft separating the pre- and postsynaptic cells. The synapse converts the electrical signal of the action potential in the presynaptic cell into a chemical signal. When an action potential reaches a nerve terminal, it opens voltage-gated calcium channels in the plasma membrane, allowing calcium ions to flow into the terminal. The increased calcium in the nerve terminal stimulates synaptic vesicles to fuse with the plasma membrane, releasing their neurotransmitter cargo into the synaptic cleft. The released neurotransmitters diffuse across the synaptic cleft, where they bind to and open the transmitter-gated ion channels in the plasma membrane of the postsynaptic cell. The resulting ion flows depolarize the plasma membrane of the postsynaptic cell, thereby converting the neurotransmitter's chemical signal back into an electrical one that can be propagated as a new action potential. The neurotransmitter is quickly removed from the synaptic cleft, either by enzymes that destroy it, or by reuptake into the nerve terminals or neighboring cells. Gut, also mit diesen Bildern verlassen wir die Beantwortung der Fragen und kommen wieder zu Hashtag Complain. Auch gestern natürlich erreichte mich der anscheinend nicht zu vermeidende Kommentar des besserwisserischen Tugendwächters aus der Müllerstraße 49. Und zwar mit der Aussage, Ehre, wem Ehre gebührt, Mikrovillis Inclusion Disease, Sie erinnern sich, das haben wir bei den Aktinmotoren besprochen, beim Myosin 5b, wurde für über 30 Jahren, also vor über 30 Jahren, nämlich 1978 und dann detaillierter 1989, sehr spitzfindig hier, von der Forschungsgruppe unseres Freundes Ernest Kutz am Toronto Hospital für Sick Children und so weiter entdeckt. Also schreibt er von einer kanadischen und nicht von einer amerikanischen Gruppe. Ich danke wiederum für diesen Hinweis in die Bibliothek und ich zeige noch ein Bild, das Michael Hess freundlicherweise beigelegt hat. Sie sehen hier ein intestinales Epithel und Sie sehen diese Anreicherung der Vesikel, die nicht mehr apikal an die Membran docken können und dorthin transportiert werden können. Und das sind diese PAS-positiven Vesikel. PAS, werden Sie in der Histologie hören, ist nicht eine Färbung, sondern eine Reaktion, eine histochemische. Ich hoffe, dass ich das jetzt entsprechend der Nomenklatur der Histologen richtig ausgedrückt habe. Bei Iodic Acid Shift Reaction, mit der eben Glykoproteine zum Beispiel und Glykogen gut dargestellt werden können. Hier sehen Sie das Originalzitat aus dem New England Journal of Medicine von Ernest Kutz. Ernest Kutz hat dann mit uns viele Jahre noch, wie wir diese Erkrankung molekular beschrieben haben, uns begleitet als Onkologe und als Pädiater und war bei vielen unseren Publikationen auch mit dabei. Nun, das war also dieser Teil, Hashtag Complain. Und wir gehen jetzt in den Inhalt der Vorlesung. Wir machen zunächst heute weiter mit dem Zytoskelett im Albert, das Kapitel 16 mit seiner Fortsetzung und werden uns dann den Zell-Zell-Verbindungen und der extrazellulären Matrix widmen heute noch. Nun, wir waren bei den Mikrotubuli stehen geblieben und wir hatten als letzten Beitrag in der vergangenen Vorlesung uns Mikrotubuli-Motorproteine angesehen. Und da unterscheiden wir zwei Motorproteinsysteme entsprechend der Polarität der Mikrotubuli, die zum Minusende transportieren, das sind die Dineine, und die zum Plusende transportieren, die Kinesine. Und auch Ihre Lernunterlagen, die ich Ihnen zugeschickt hatte, nahmen das Beispiel des Kinesins, des Plusende-direktierten Motors auf. Nun, Mikrotubuli und Motoren sind eine funktionelle Einheit und sie bewegen Organellen und Vesikel entlang dieser Kabelverbindungen in den Zellen, damit die an den Ort ihres Wirkens gelangen können.
Dieses Dynein, das zytoplasmatische Dynein, das mit den Mikrotubuli assoziieren kann, besteht und aus und benötigt die Hilfe von vielen accessorischen Proteinen. Nun, diese accessorischen Proteine sind Proteine, die diesen Dynein-Komplex assemblieren und auch helfen, an die Mikrotubuli zu verankern, und der heißt Dynactin-Komplex dann. Und zusätzlich benötigt es ein Filament, ein kleines, kurzes Filament, das durch ein Protein ARB1 erzeugt wird. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Aktinfilament, nur viel kürzer. Und dieser gesamte Komplex dockt dann an die limitierende Membran eines Vesikels oder einer Organelle und kann dann entsprechend Organellen, Vesikel transportieren. Im Folgenden, wie Sie hier aus dem Videosymbol unten auch sehr gut sehen können, werde ich Ihnen ein Video zeigen. Und dieses Video ist die Aufnahme eines Experiments. Was wurde in diesem Experiment gemacht? Es wurden Mikrotubuli gereinigt aus Zellen, und dieses Tubulin und wurde dann formiert in Mikrotubuli, die sich formieren können. Man gibt dann also GTP dazu, und dann formieren sich diese Mikrotubuli, und die hat man dann auf ein Glasslide aufgebracht, sodass man sie in einem Mikroskop von oben anschauen kann. Was Sie sehen werden, ist eine normale lichtmikroskopische Kontrastaufnahme, wo Sie die Mikrotubuli sehen. Dann gibt man ein Homogenat aus Zellen dazu, das man biochemisch hergestellt hat. Und dieses Homogenat der Zellen, und man gibt das auf dieses Glasslide zu. Und dann können in diesem Homogenat sind zytoplasmatische Proteine, also Motorproteine, GTP, ATP, alles ist in diesem Homogenat drinnen. Und dann werden Sie sehen, wie Vesikel mit diesem Mikrotubuli assoziieren können, durch die Motorproteine in diesem Homogenat drinnen sind. Und Sie werden sehen, wie diese Vesikel in diesem in vitro rekonstituierten System transportiert werden können entlang dieser Mikrotubuli in beide Richtungen. Und das schauen wir jetzt in diesem kommenden Video an. In this experiment, a cell homogenate containing many different organelles is added to microtubules. Motor proteins are normally attached to the organelles. When ATP is added as a fuel for the motor proteins, some organelles bind microtubules and are moved along the tracks by their motors. Most kinesin motors move towards the plus end of microtubules. Dynein motors always move in the opposite direction. Both motors are used to transport organelles, and occasionally a single organelle, which must have both types of motor attached, can be seen to switch directions. The bidirectional traffic observed here is reminiscent of that in an intact cell. Ja, das war also dieser schöne Bildbeitrag. Und wir gehen weiter. Ich habe gesehen, die Histologie ist wieder live zugeschaltet. Herr Professor Hess hat geschrieben und hat mich gelobt, bitte, dass ich die BRS-Reaktion richtig erklärt hatte. Ich bedanke mich und wünsche einen schönen Tag noch dem Herrn Professor Hess. Nun, hier haben wir jetzt als Beispiel für diesen vesikulären Transport die zwei sehr unterschiedlichen Zelltypen. Links sehen Sie eine unpolarisierte Zelle, als Beispiel ein Fibroblast. Rechts eine polarisierte Zelle, als Beispiel diesmal ein Neuron. Der Zellkern ist jeweils im Dunkeln in der Mitte dargestellt, und wir haben das Mikrotubuli Organizing Center perinukleär, also neben dem Zellkern jeweils positioniert. Die Mikrotubuli strahlen im Fibroblasten radial aus mit ihren Plusenden in die Richtung der Plasmamembran orientiert, wo auch der Hauptfluss des Membrantransportes hingehen soll.
im Neuron sind die bündelig organisiert in Richtung Axon, elongierend bis zur Synapse. Der strichlierte Bereich hier in der Mitte soll Ihnen zeigen, dass diese Distanz also durchaus eine sehr große sein kann. Nun, Sie sehen hier blaue Vesikel und rote Vesikel dargestellt. Die blauen Vesikel haben die Dynein gebunden. Das sind also die Vesikel, die von der Peripherie der Zelle in die perinukleare Region transportiert werden. Und die roten Vesikel sind die, die mit Kinesin assoziiert sind, die nach außen transportiert werden. Nun, solche Vesikel, und das geht jetzt auf die Frage von Sandra Albrecht im Chat zurück, hat jede Organelle immer beide Proteine? Ja, Organellen können mit unterschiedlichen dieser Motoren assoziieren. Und das ist so ein oszillierendes Gleichgewicht und es überwiegt dann der eine oder der andere Motor, bis die Organelle dorthin gebracht wurde, wo sie fusionieren kann. Nun, fusionieren können diese Organellen nur, wenn sie ihre richtige Zielposition erreicht haben und wenn sie dort nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip Partnerproteine gefunden haben. Das sind die sogenannten Snare-Proteine, die werden Sie dann in der Vorlesung von Professor Deiss kennenlernen, die es ermöglichen, dass Vesikel entschuldigen Sie, mit der richtigen Membran fusionieren können und nicht mit der falschen Organelle fusionieren können. Und so lange oszillieren diese Vesikel, bis sie ihre richtige Orientierung gefunden haben. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, eine polarisierte Epithelzelle und sich erinnern, was wir über die Organisation des Aktin-Zytoskeletts gelernt haben, wissen Sie, dass kortikal, also unter der Plasmamembran, unter der Apikalen, ein starkes Aktin-Netzwerk liegt. Wenn so ein Vesikel, der nach Apikal transportiert werden soll, sagen wir, aus dem Golgi herauskommt und Richtung Apikal transportiert wird, braucht er zuerst Mikrotubulin-Motoren, also Kinesin-Motoren, dass er nach oben gelangen kann zu diesem Aktin-Web und dann schaltet er um auf den Myosin-5-Motor zum Beispiel. Das geht jetzt wieder auf die Frage der Kollegin zurück. Ja, Sie können auch Aktin-Motoren dann tragen, switcht den Motor sozusagen und gelangt mit dem Myosin-5-Motor, mit dem Aktin-Motor durch dieses Terminal-Web hindurch. Mikrotubuli sind aber auch in anderen Zellorganellen, sagen wir, oder Zellbestandteilen von großer Bedeutung, die beweglich sind. Bewegliche Bestandteile sind zum Beispiel Zilien und Flagellen. Und diese beweglichen Zellbestandteile werden aus Mikrotubuli und aus Dyneinen hergestellt. Hier sehen wir eine schematische grafische Präsentation von einer Epithelzelle, wo alle Strukturen drinnen sind, die Sie schon kennen, wie zum Beispiel diese Mikrovilli, die hier sehr schön organisiert sind, der Mikrovillus-Saum mit dem Aktin, der das organisiert. Wir sehen die Zentriole hier, wir sehen den Zellkern, das endoplasmatische Retikulum, die verschiedenen Organellen, den Golgi-Apparat und wir sehen hier eine spezielle Struktur, die Kinozilien, die sich aus Mikrotubuli aufbauen. Und diese Kinozilien sind beweglich. Denken wir zum Beispiel an das zilierte Epithel der Nasenschleimhaut und der Rachenwege. Hier in dieser histologischen Darstellung sehen Sie sehr schön die Epithelzellen. Dazwischen sind Becherzellen eingelagert, die Muzine produzieren und da sehen Sie diese Zilien an der Oberfläche. Nun, diese Zilien transportieren ständig 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche den Schleim nach aufwärts, also zur Richtung der Ausscheidung, der Abhustung. Sie transportieren Partikel, die wir eingeatmet haben, unter anderem. Und sie brauchen deshalb also Motoraktivitäten. Hier unten sehen Sie eine sehr schöne elektronenmikroskopische Aufnahme von diesen Zilien. Da daneben ist ein Zilium dargestellt und hier sehen Sie einen Mikrovillus daneben dargestellt. Und diesen Aufbau der Zilien, also diesen Basal Body der Zilien, werden wir uns jetzt dann anschauen. Nun,
Zilien und Flagellen bestehen, wie gesagt, aus Mikrotubuli und Dineinen, und da kommt es zu dieser berühmten 9 plus 2 Zusammensetzung. Was heißt das? Schauen wir uns das einmal hier in der schematischen Darstellung und links im elektronenmikroskopischen Bild im Vergleich an. 9 plus 2 heißt, wir haben 9 Mikrotubuli-Paare radial angeordnet um ein einzelnes zentrales Segment von Mikrotubuli. Das sind zwei intakte Mikrotubuli im Zentrum angeordnet, drunterum Paare von sogenannten A-Mikrotubuli und B-Mikrotubuli. Die A-Mikrotubuli sind komplette Mikrotubuli, die B-Mikrotubuli inkomplette, die also diese Paarbildung machen. Zusätzlich haben wir also dann die Dineine angeordnet mit einem inneren Arm und einem sogenannten äußeren Arm. Und umgeben ist diese Anordnung von der Plasmamembran, diese fingerfortsetzartige Fortsätze. Und in der Mitte sehen wir noch so radiale Spikes, die von anderen Proteinen gebildet werden, um dem Ganzen so wie die Speichen eines Rades eine stützende Struktur zu geben, und dazwischen Proteine, die das dann noch verbinden, wie die Nexine. Die Flagellen findet man in Spermien, das ist die einzige flagellierte menschliche Zelle, und sonst im Protozoa, und hier zum Beispiel ist das Flagellum aufgenommen einer Grünalge Chlamydomonas. Zilien hingegen findet man im Epithel der Atemwege, in Sinneszellen, in allen zilierten Epithelzellen. Im Folgenden werde ich Ihnen jetzt ein Video zeigen. Das ist ein rekonstituiertes Nasalepithel, ein humanes in vitro. Das wurde von der sehr geschätzten Kollegin von mir, von der Frau Professor Doris Wilfingseder, aufgenommen und mir zur Verfügung gestellt. Die hat ein 3D-Kultursystem entwickelt, in der diese Nasalepithelzellen in einer Art und Weise zum Wachsen gebracht werden, dass sie diese Schleimhäute, sage ich jetzt einmal, nachbilden können. Das Ganze kann auch noch mit Immunzellen unterfüttert werden, sodass man wirklich ein System schaffen kann in vitro, das dem in vivo sehr ähnlich kommt. Und was Sie in diesem Video sehen werden, ist, dass diese Zellen, die exprimieren, also ein GFB mit Grünfluoreszenzprotein markiertes Zilienprotein, und Sie sehen, wie diese Zilien dann schlagen in diesem System. Schauen wir uns das gerade mal an. Das ist sehr eindrucksvoll. Und diese Bündel schlagen dann im gesamten Epithel. Und man kann sich das so vorstellen, dass diese Bündel im Epithel, also Staubpartikel, Mikropartikel, dann also entsprechend weiter transportieren können. Das ist also das zilierte Epithel. Es gibt dann noch die Primärzilien. Und diese Primärzilien, die haben Signaltransduktionsaufgaben in Tierzellen. Das zeigt Ihnen so eine Epithelzelle, die ein primäres Zilium exprimiert. Wir schauen mit dem Rasterelektronenmikroskop von oben auf die apikale Oberfläche. Sie sehen hier die Mikrovilli und Sie sehen aus der Zelle ungefähr in der Mitte immer dieses Primärzilium heraustreten. Anton Rieser fragt gerade, ist in den Zilien dasselbe Dinein wie in den Zilien für den Vesikeltransport? Wenn ja, wie führt das hier zur Bewegung der Zilien, ganz gleich wie bei den anderen Dineinen und wie beim Kinesin? Also alle Motorproteine agieren nach demselben Schema durch Umsetzung von chemischer Energie in mechanische Energie durch Konformationsänderungen.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Dineine. Im Prinzip gehören sie alle zur selben Superfamilie. Die Dineine der Cilien sind in derselben Superfamilie. Es gibt also aber feine Unterschiede, welches Dinein jetzt für welche Aufgabe in der Zelle verwendet wird. Nun gehen wir zurück zum primären Cilium und der Signaltransduktion hier in Säugetierzellen. In der Embryonalentwicklung zum Beispiel, wenn Gewebe sich ausbilden, haben diese Cilien eine wichtige Funktion in der Signaltransduktion. Einerseits sind sie ein Sensor und können in der Umgebung das Nahrungsmittelangebot sensen, so wie eine Antenne. Andererseits sitzen an dieser Antenne Rezeptoren und Liganden, die, wenn sie andere Zellen wie ein Finger, wie eine Angel berühren können, auch dort eine Signaltransduktion auslösen können und einen Mechanismus auslösen können. Und diese Art der Signalweiterleitung über Cilien ist in der Embryonalentwicklung zum Beispiel auch wichtig. Nun, diese primären Cilien sehen Sie jetzt noch einmal hier im Querschnitt mit der Zusammensetzung, wo originieren sie her, dargestellt. Die Cilien entstehen immer aus der Mutterzentriole. Hier daneben sehen Sie die Tochterzentriole in Interphasezellen. Und das ist wichtig, dass das in Interphasezellen ist. Diese Mutterzentriole formiert dann den sogenannten Basalkörper, das Basal Body. Und die Plasmamembran invaginiert sich hier in einer Art und Weise, dass es hier dann auf der Seite noch so Einstülpungen und Taschen gibt. Und aus dieser Mutterzentriole wachsen dann diese Mikrotubuli-Bündel heraus und beginnen sich zu organisieren, und die Plasmamembran schiebt sich dann nach vorne und so entsteht dieses Cilium. Nun, ich habe eingangs dieses Bildes gesagt, das ist also in Interphasezellen, das ist wichtig zu wissen, weil nämlich, wenn eine Zelle sich für die Mitose vorbereitet, das Cilium eingestülpt wird und zurückgefahren wird, damit die Mutter- und die Tochterzentriole dann wieder bereit sind, um die entsprechenden Schritte in der Mitose mitmachen zu können, also während der Zellteilung. Das ist also ein Zyklus, den diese Cilien durchlaufen, dass sie in der Mitose verschwinden und dann, wenn die Zellen differenzieren, wiederkehren. Nun, damit habe ich das Kapitel der Mikrotubuli abgeschlossen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, können Sie die gerne im Chat schreiben und wir können sie bei der nächsten Vorlesung dann noch einmal versuchen, besser zu beantworten, wenn ich etwas so erklärt hatte, dass es für Sie nicht ganz verständlich war. Ich gehe jetzt zum nächsten Kapitel, das sind die Intermediärfilamente und Septine. Und eingangs dieses Kapitels möchte ich Ihnen zeigen, was Intermediärfilamente für Aufgaben haben. Wir werden einen Cartoon in diesem Film sehen, wo die Aufgaben der Intermediärfilamente erklärt sind, auch am Beispiel einer Epithelzelle. Ich spiele das Video jetzt ab. Eukaryotic cells contain a complex network of filaments, intermediate filaments, microtubules, and actin filaments that provide the cells with strength, structure, and movement. Although all eukaryotic cells contain microtubules and actin filaments, intermediate filaments are found only in vertebrates and a number of other soft-bodied animals. Intermediate filaments are found in animal cells that require a lot of strength, such as the epithelial cells of the skin. Some of these filaments span the length of the cell, connecting cell-cell junctions called desmosomes. These cables of intermediate filaments have a high tensile strength. Without these filaments, stretching or pressure on the epithelial sheet would cause it to rupture. Each filament is rope-like, consisting of 8 thinner strands made of a precise hierarchical arrangement of protein subunits. At the lowest level, 2 monomers associate with each other to create a twisted dimer. 2 dimers then line up to form a staggered tetramer.
Note that the two dimers are arranged in opposite orientations, with their amino terminal ends away from each other, so that the two ends of the tetramer are indistinguishable. Tetramers then link end to end. Thus building up one strand of an intermediate filament. A total of 8 strands stack together and twist around each other to create the intermediate filament. This stacking provides the extensive lateral contacts between the strands that give the filament its remarkable mechanical strength. An electron micrograph shows the appearance of intermediate filaments that have been assembled in a test tube. Ja, das waren diese Übersicht über die Intermediärfilamente. Das werden wir jetzt etwas näher besprechen. Und was wichtig ist eingangs, ist, dass diese Intermediärfilamentproteine spezifisch sind für unterschiedliche Zelltypen und dadurch auch für unterschiedliche Aufgaben, denen sie nachkommen müssen. Beginnen wir ganz oben in dieser tabellarischen Vorstellung der einzelnen Intermediärfilamente am Zellkern. Am Zellkern in der nuklearen Lamina, also das ist die innere Auskleidung der Nuclear Envelope, der Kernmembran, der Kernhülle, Envelope, Hülle, Sie erinnern sich an unsere Unterscheidungen von den verschiedenen Membrantypen, also eine Kernhülle, und die wird innen ausgekleidet durch ein Fasernetzwerk, das diesem sonst schlapprigen Ball, sage ich jetzt einmal, eine gewisse Festigkeit gibt. Und das sind die nuklearen Lamine vom Typ A, B und C. Die sind auch von Bedeutung bei gewissen Erkrankungen, das werden Sie auch noch in der Vorlesung vom Kollegen Deiss hören. Dann gibt es die Vementin-ähnlichen Intermediärfilamentproteine, Vimentin, also der Prototyp dieser Familie, Desmin, Glia, fibrilläres, saures Protein, Peripherin, die kommen in allen Zellen vor, die jetzt nicht neuronal sind und nicht epithelialen Ursprungs, so wie Mesenchymzellen, Muskelzellen, Gliazellen, Astrozyten, Schwannzellen, einem Subset, sage ich jetzt einmal, von Neuronen, aber nicht typisch für Neurone, und in Fibroblasten. Dann gibt es die Gruppe der epithelialen Keratine. Da haben wir die Typ 1 Keratine, das sind die sogenannten sauren Keratine, und die Typ 2 Keratine, das sind die neutralen und basischen, die müssen miteinander so Pärchenbildungen eingehen. Und die findet man in allen Epithelzellen und in Zellen, die aus der epithelialen Linie stammen, wie zum Beispiel Haarzellen, Nagelzellen und so weiter. Und dann gibt es die axonalen Intermediärfilamente, das sind die sogenannten Neurofilamentproteine, die mit diesen Abkürzungen NF, Neurofilament, L, M und H bezeichnet werden, aber die findet man nur in Neuronen. Nun, die Struktur der Intermediärfilamente hängt von dieser seitlichen Bündelung ab, wie wir im Video eingangs gesehen haben, und diese Bündelung hat dann noch eine dreidimensionale Verdrillung, und das schauen wir uns jetzt noch einmal zur besseren Verdeutlichung an in den Einzelbildern, die Sie im Video gesehen haben. Alles beginnt mit dem Monomer des Intermediärfilamentproteins. Die sehen wir hier dargestellt, also den N-Terminus, den C-Terminus und dazwischen diese alpha-helikale Region des Monomers. Nun, durch diese alpha-helikale Region kann sich ein Monomer mit einem zweiten Monomer verbinden und kann sich verdrillen, so wie wenn Sie zwei Gummibänder nebeneinander legen und dann einmal spiralig drehen. Damit haben wir einen Coiled-Coil-Dimer von diesen Intermediärfilamentproteinen. Dieser Dimer kann sich jetzt mit einem anderen Dimer, der sich verbunden hat, antiparallel verbinden. Das heißt, der N-Terminus beim einen Dimer ist, sagen wir jetzt hier links dargestellt, der C-Terminus rechts, und beim zweiten Dimer, der mit diesem anderen Dimer den sogenannten Tetramer formiert,
ist dann der C-Terminus links dargestellt, orientiert in Richtung N-Terminus vom anderen und umgekehrt am C-Terminus orientiert vom oberen Dimer orientiert sich dann der N-Terminus des unteren. Und so entsteht ein Tetramer, der staggered ist auf Englisch, das heißt, der ist etwas ineinander verschoben. Diese verschobenen Tetramere können jetzt lateral miteinander assoziieren und 8 von diesen Einheiten, von diesen Tetrameren, machen dann ein Filamentbündel, das dann noch einmal etwas aneinander gesteckt, verdreht, so wie ein Seil sich präsentiert. Und es wird immer dann eine solche Einheit von einem Tetramer dran gesteckt und so wächst dieses Seil. Und dadurch haben diese seilartigen Filamentstrukturen auch eine hohe Resistenz gegenüber Zerreißen und Zerreißbarkeit. Nun, Intermediärfilamente sind dadurch wichtig für die mechanische Stabilität von Tierzellen, von Säugetierzellen. Wir sehen hier so einen Zellrasen, einen epithelialen von oben dargestellt. In Rot sehen Sie die Plasmamembran dargestellt und in Blau sehen Sie diese Intermediärfilamente dargestellt. Sie mögen jetzt den optischen Eindruck haben, dass hier drinnen, zum Beispiel in diesem Bereich, die Intermediärfilamente die Zellmembran durchkreuzen und in eine andere Zelle hineingehen und dort in Verbindung stehen. Das ist nicht so, das ist eine optische Täuschung, weil das sind die Intermediärfilamente, die die Desmosomen verbinden. Und jedes Desmosom besteht aus einer Desmosoneinheit auf der einen Zelle von der Plasmamembran und auf der anderen Plasmamembran der benachbarten Zelle. Und die verbinden sich miteinander im Spalt zwischen den zwei Zellen, sind aber jeweils mit Intermediärfilamenten auf ihrer Seite verbunden. Deswegen entsteht dieser optische Eindruck. Nun, der wichtigste Teil hier zu verstehen ist diese mechanische Stabilität. Wir schauen uns hier eine histologische Aufnahme in Schwarz-Weiß der Epithermis an und der darunterliegenden Dermis. Wir sehen hier den typischen Aufbau der Epidermis mit den verschiedenen Zellschichten, mit der Basalzellschicht. Da drin befinden sich die teilenden Zellen und die Stammzellen, die sich dann teilen, wobei die Zellen dann nach oben wandern. Dann haben wir das Stratum granulosum, Stratum spinosum und so weiter, bis wir oben in diese verhornende Schicht reinkommen, wo die Zellen dann ihren Zellkern verlieren und die Verhornung eintritt, die Schutzschicht. Nun, diese Intermediärfilamente, ich bin jetzt bei der Grafik ganz rechts, sind diese blauen Kabelverbindungen, die diese Zellen miteinander, also lateral verbinden, die die Zellen aber nach unten verbinden durch die Hemidesmosomen, die halben Haftblättchen, Hemidesmosomen, die mit der Basalmembran interagieren. Wir werden diese Strukturen noch heute besprechen beginnen. Und die sind mit Intermediärfilamenten verbunden. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass dieses Netzwerk von Kabeln, das durch die ganzen Zellen verläuft und an allen möglichen Enden und Ecken diese Haftblättchen miteinander verbindet, wenn das defekt ist, dass diese Zellen praktisch durchreißen können. Sie reißen interessanterweise bei Mutationen von diesen Keratinproteinen nicht unten an der Basalmembran ab, sondern sie reißen richtig in der Mitte des Zellleibes ab, unterm Kern, weil einfach die Festigkeit dieser Kabelverbindungen nicht mehr gegeben ist. Und damit schauen wir uns das jetzt in einer größeren Vergrößerung noch einmal dasselbe Bild ab. Die Risslinie verläuft also hier durch diesen basalen Zelllayer durch. Und man sieht hier Reste von den Zellen, diese aufgerissenen Zellen, wie dieses Epithel abschilfert. Und das kann bei geringsten Berührungen und bei geringstem Druck bereits passieren. Und damit sind wir bei einer sehr schwerwiegenden Erkrankung,
Und Sie sehen hier wiederum das Stethoskopmotiv eingebildet, Keratinmutationen. Die führen zu einer Erkrankung Epidermolysis bullosa. Simplex in diesem Fall, die gibt es in verschiedenen Variationen, diese Erkrankung, je nachdem, welche Proteine der Filamentsysteme eben betroffen sind. Das sind die sogenannten Schmetterlingskinder. Das ist also eine Erberkrankung, die Sie noch kennenlernen werden im weiteren Verlauf Ihrer Ausbildung zu Medizinerinnen und Medizinern. Bei geringstem Druck, bei geringster mechanischer Berührung von dieser Haut schilfert die Epidermis ab und hinterlässt also dann Wunden, die schwer heilen. Das sind Erkrankungen, die das Leben dieser Patienten unglaublich beeinflussen. Wir sehen hier so ein Blistering, es entstehen diese Blasen, wo wirklich das Epithel abschilfert. Sie sehen hier rund um den Anus, am Gesäß von diesem Säugling, an den Füßen, am Nabel, an den Händen, überall, wo mechanische Friktionen auftreten. Und hier unten die Elektronenmikroskopie. Diese Blasenbildung, das tritt nach wenigen Tagen nach der Geburt bereits auf und derzeit sind die Behandlungen hauptsächlich symptomatischer Natur. Das heißt, diese Patienten müssen mit so einer Erkrankung leben lernen. Sie können sich vorstellen, dass es schon ganz schwierig ist, einen Säugling zu ernähren, weil auch die Mechanik des Schluckens bereits Schleimhautläsionen hervorruft. Eltern, betroffene Patientinnen und Patienten, Angehörige, Ärzte, alle sind tief involviert in so ein Krankheitsbild. Es gibt sehr ermutigende Heilversuche. Über Stammzelltechnologien ist es gelungen, Hautstücke zu züchten und man kann dem Patienten also Fibroblasten entnehmen durch eine Hautstanze, kann die reprogrammieren, kann versuchen, den Gendefekt da drinnen zu beheben und kann solcher Art Gendefekt behobene Stammzellen dazu bringen, wieder eine Epidermis zu bilden, die man dann in weiterer Folge chirurgisch dem Patienten zurücktransplantieren kann. Das sind Sachen, die schon funktioniert haben, waren aufsehenerregende Publikationen in den letzten Jahren, wird auch schon praktiziert. Also Gentherapie, Stammzelltechnologie ist in diesem Bereich der modernen Medizin absolut ein Thema, wie Sie es dann später noch kennenlernen werden. Nun, diese Intermediärfilamente brauchen auch Verbindungsproteine, das sind die sogenannten Linkerproteine, die diese zytoskeletalen Filamente verbinden. Und eines dieser Linkerproteine ist ein Protein, das Plektin genannt wird, das hier in grün geschrieben und in dieser rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme auch in grün dargestellt ist. Das verbindet zytoskeletale Filamente. Das heißt, auch diese verschiedenen Zytoskelettkomponenten wie Mikrotubuli und Intermediärfilamente können miteinander im 3D-Raum einer Zelle verbunden werden. Sie sehen hier in Rot die Mikrotubuli dargestellt, Sie sehen in Blau die Intermediärfilamente dargestellt und Sie sehen in Grün diese Linkerproteine, die Zytoskelettstrukturen und mit anderen Proteinstrukturen also verbinden können. Sie sehen hier wiederum das Stethoskop unten rechts eingeblendet. Das heißt, krankheitsrelevant ist hier für Sie, dass Mutationen in dem für Plektin kodierenden Gen verursachen verheerende menschliche Krankheit, eben auch diese Epidermolysis bullosa. Und das ist dann noch einmal kombiniert mit Muskeldystrophie und Neurodegeneration. Also noch einmal ein zusätzlicher Schweregrad zu dieser Epidermolysis bullosa simplex klinischen Symptomatik, dass noch eine Muskelsymptomatik dazukommt und Neurodegeneration, wenn dieses Plektin-Molekül mutiert ist. Was wichtig ist, ist, dass dieses Zytoskelett polarisiert, während der Migration, während der Wanderung von Zellen. Und Zellen haben eben die Eigenheit und die Eigenschaft, dass sie über ein Substrat kriechen können, sie können wandern können.
Und ich zeige Ihnen gleich einen Keratinozyten aus der Haut, wie der sich fortbewegt durch die Polarisierung seines Zytoskeletts. Und erinnern Sie sich bitte an den neutrophilen Granulozyten, den ich Ihnen gezeigt hatte, der das Bakterium jagt, wo ständig sein Aktin-Zytoskelett orientiert werden muss, um diesem chemotaktischen Reiz des Bakteriums zu folgen und es dann phagozytieren zu können. Keratinozyten sind sehr bewegliche Zellen, die können bis zu 30 Mikrometer pro Minute migrieren. Schauen wir uns jetzt einmal dieses Lehrvideo an. This video sequence shows a single fish skin cell moving across the field of view. The cell body, containing the nucleus and all the membranous organelles, is at the left side. The large, broad, flat lamellipodium that pulls the cell forward to the right is filled with a dense network of actin filaments. Nun, wir werden jetzt, bevor wir uns diese Aktinpolymerisierung für die Plasmamembranvorstülpungen anschauen, eine kleine Pause machen und werden um 12 Uhr dann weitermachen in dieser Doppelstunde. Und ich erinnere Sie noch einmal, mit großer Freude werde ich jetzt versuchen, Vincents Zell-Biosong einzuspielen, dass wir uns den mehrfach anhören können. Aber Sie bekommen auch wiederum von mir dazu dieses Bild der Mitose, das Sie sich bitte anschauen sollen, weil wir das dann sehr bald miteinander besprechen werden, was da vor sich geht. Jetzt freuen wir uns aber auf den Song von Vincent. Yeah, yeah. Corona 2020 Recordings. I am the doctor. Corona 2020, ein richtiges Luder. Aber mach die Rechnung nicht ohne Hest, Heiß und Huber. Online-Vorlesung geht ab, ziemlich nice. Um 11 Uhr stehen wir alle bereit. Transportiert wird der Vibe ohne Spannungsgradient. Huber, Hest und Heiß, die Unwissenheit wird enden. Sag mir, wer liefert ab? Heißer als ein Trio. Das Zell-Bio, Trio. Wir sind schon alle da. Come on, everybody! Thank you.
sind am Ende mit unserem Satellit. Es kann doch alles nicht sein. Aber wir sind niemals allein. Come on, everybody! Thank you.
sind am Ende mit unserem Satellit. Es kann doch alles nicht sein. Aber wir sind niemals allein. Come on everybody! Und weil es so schön war, spielen wir für die verbleibenden Minuten noch einmal den Refrain zu Beginn ein und dann machen wir pünktlich weiter. Geschätzte Damen und Herren, wir werden jetzt weitermachen, die Zeit läuft. Vielen herzlichen Dank dann noch einmal an Vincent. Wir werden das noch einmal dann einspielen zu allen Gelegenheiten. Das war wirklich hocherfreulich und ein Riesenspaß für uns alle und ein Riesengenuss. Bin mir sicher, dieses Clip, dieser Song, der wird weit verbreitet werden. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Nun, in dem Video, das Sie also vor der Pause in der Vorlesung gesehen haben, hat man sehr eindrucksvoll gesehen, wie so eine Zelle migrieren kann und wie sie dabei die Plasmamembran ständig also nach vorne schiebt. Und das passiert durch Polymerisierung von Aktin. Und diese Plasmamembran wird ständig, also durch Aktinpolymerisierung, nach vorne geschoben. Hier sehen wir grafisch dargestellt, wie so eine Zelle
auf einem Substrat, das in Gelb dargestellt ist, also nach vorne migriert. Vorne hat sie das sogenannte Lamellopodium und diese Strukturen, die so rotstrichliert hier dargestellt sind, das sind sogenannte Fokaladhäsionen, mit denen diese Zelle sich auf den Boden setzen kann. Die werden durch Integrine zum Beispiel hergestellt, Transmembranproteine, die wir noch kennenlernen werden, die diese Adhäsionen am Substrat eben machen können. Und das Aktin polymerisiert jetzt vorne in diesem Lamellopodium, das ist in Rot hier dargestellt, und schiebt die Plasmamembran nach vorne. Dadurch entsteht eine Spannung im Zellkortex, die sich bis nach hinten fortsetzt. Und die Zelle kontrahiert sich dann im Zuge dieser Spannung durch eine Motorproteinaktion eines Myosin-2-Moleküls, zieht den hinteren Teil dann nach und so kann sie sich also ruckartig nach vorne bewegen durch die Haftung mit diesen Fokaladhäsionen und der Kopplung des Aktin-Zytoskeletts daran, wie wir uns das jetzt anschauen werden. Und in diesen Lamellopodien sind jetzt alle erforderlichen molekularen Maschinen vorhanden und mit dem Zytoskelett assoziiert, die für diese Zellmotilität wichtig sind. Wir sehen hier schematisch diese migrierende Hautzelle, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, noch einmal dargestellt unter Symbolisierung der involvierten und nicht involvierten Zytoskelettsysteme. Für diese Wanderung nach vorne spielen die Intermediärfilamente für das Vorschieben des Lamellopodiums eine untergeordnete Rolle, aber die Mikrotubuli und die Intermediärfilamente sind wichtig, um das Zellinnere dabei zu organisieren, als auch um Membranen dann durch Mikrotubuli zu liefern, die da vorne benötigt werden. Wichtig ist die Organisation des Aktins hier im Kortex der Zelle dargestellt. Wir sehen hier dieses Aktin-Netzwerk in der elektronenmikroskopischen Aufnahme. Das ist eine Aufnahme, wo man so die Zellmembran aufbricht und dann mit Metallen spattert man diese Präparation und kann also damit im Raster Elektronenmikroskop diese verzweigten Zytoskelettsysteme sich anschauen. Diese kleinen Buchstaben, die Sie hier in den grünen Feldern dargestellt sehen, sehen Sie jetzt in der nächsten Abbildung, wo wir Vergrößerungen uns aus diesen Bereichen anschauen. Und Sie sehen die Verzweigung, diese regelmäßige Verzweigung dieser Aktinkabel. Was Ihnen auffällt, ist, dass diese Verzweigungswinkel sehr regelmäßig sind und ich hoffe, dass Sie aus der vergangenen Vorlesung das noch mitbekommen haben. Es gibt einen Proteinkomplex, den ARP2-3-Komplex, der für diese 70 Grad abgewinkelten Aktin-Verstrebungen von Bedeutung ist. Und das schauen wir uns jetzt hier an, ja, im molekularen Detail. Wir haben also die Migration der Zelle durch diesen Pfeil nach oben hin also dargestellt und wir haben hier also diesen Zytoskelettbaum des Aktin-Zytoskeletts. Wir haben hier das Lamellopodium, das Leading Edge in diesem oberen Bereich und hier unten das sogenannte Trailing Edge, dort wo das Aktin disassembliert wird. Wir haben den ARP2-3-Komplex schon kennengelernt, der diese 70 Grad abgewinkelten Nuklierungsnester schafft an Aktinkabeln, wo das nächste Aktinkabel nuklieren kann, aber in einem exakten Winkel von 70 Grad sich nach vorne schieben kann dann. Und wir haben Proteine, die dann wichtig sind für das Disassembly, wie zum Beispiel Kofiline, die diese Aktinmonomere disassemblieren dann. Die aktiv wachsenden Enden, wenn die eine gewisse Länge erreicht haben, die werden gekappt durch diese Capping-Proteine, wo sie dann also dann nicht weiter wachsen können.
und diese freien Aktinmonomere diffundieren dann durch die Zelle durch und werden vorne dann wieder eingebaut, hinten disassembliert, vorne eingebaut, wo die Zelle eben mit dem Aktin hinwachsen kann. Und Sie sehen wieder also diese Proteine, die darin involviert sind, wie im linken Schaubild, auch im rechten Schaubild dargestellt, die Capping-Proteine, die ABCA2-3-Proteine, die Nukleierungscenter und die sogenannten Kofiline. Und dieses diffundierende Aktin wird für die neue Polymerisierung also dann immer wieder verwendet. Nun, was wir brauchen dazu sind Myosin-Kontraktionen und Adhäsion. Das heißt, dass die Zelle fest auf ihrer Oberfläche sitzen kann, um sich nach vorne schieben zu können und sich nach vorne ziehen zu können. Und da brauchen wir eben Motorproteine. Diese Kontraktion der Motorproteine, hier sehen Sie so ein Myosin dargestellt, das also mit seinen Köpfen, wo es das Aktin binden kann, also verschiedene Kabel dann greifen kann und dann die Kabel kontraktieren kann, um diesem Kabelnetzwerk dann durch die Kontraktion auch die Richtung und den Push nach vorne zu verleihen. Dazu brauchen wir eben diese Aktivität der Motorproteine. Nun schauen wir uns jetzt das an. Hier sehen wir so eine Fokaladhäsion, wie wir sie drei Dias vorher gesehen hatten, noch mit dem molekularen Detail ergänzt der Transmembranproteine, die ausmachen. Und das sind die sogenannten Integrine. Die Integrine sind Transmembranproteine, die es ermöglichen, die Zelle über die Plasmamembran mit der extrazellulären Matrix, der Basalmembran und das, was die extrazelluläre Matrix ausmacht, zu verbinden durch Protein-Protein-Interaktionen. Wir sehen hier in der Zelle diese Aktinkabel, durch die also miteinander in Verbindung stehen, durch diese Motorproteine, durch die Myosine. Und vorne sehen wir das frei diffundierende Aktinmonomer, das vorne eingebaut wird und dieses Vorwachsen des Lamellapodiums dann überhaupt ermöglicht. Wenn jetzt diese Aktinkabel hier frei sind, wie man hier sieht, und nicht verbunden sind mit den Integrinen, fließt das Aktin retrograd nach hinten durch die Motorproteinaktivität. In dem Moment aber, wo durch diese interagierenden Proteine, die Integrine, die in Blau dargestellt sind, verbindet diese interagierenden Proteine, die Proteine sind in Braun dargestellt, mit dem Aktinkabel, entsteht eine Zugwirkung. Und durch die Kontraktion dieser Myosinmoleküle wirkt das Aktinkabel dann nicht nach hinten geschoben, sondern wird nach vorne geschoben in die Plasmamembranausstülpung hinein. Und so kann diese Protrusion in die Laufrichtung der Zelle sich ständig weiter nach vorne schieben und wachsen. Dabei entwickeln die Zellen also Kraft. Und diese Kraft, die kann man auch messen, in Newton und in Nano-Newton messen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Nanotechnologien Zelloberflächen gestaltet, die so simplifiziert ausgedrückt wie eine Plastikbürste, diese weichen Plastikbürsten, die man auch verwendet, um die Kopfhaut zu massieren oder die Haut zu massieren, mit diesen kleinen Gumminoppen, diese Gummibürsten, sowas Ähnliches kann man mit Nanotechnologie herstellen und man kann dann sehen, wenn Zellen wandern, also diese Zelle wandert hier von rechts nach links in diesem Schaubild, sieht man, dass sich diese Gumminoppen auch dementsprechend verbiegen können und man kann das in Newton also messen. Also das ist eine Kraftentwicklung, die es durch diese Motorproteinkopplung zu den Aktinkabeln ermöglicht, dass die Zellen sich nach vorne schieben können und dementsprechend können Zellen auch Widerstände auf ihrem Weg überwinden und zur Seite schieben. Und sie haben auch in diesem Video, wo ich Ihnen den Neutrophilen gezeigt habe, der das Bakterium jagt, gesehen, wie dieser Neutrophile sich zwischen die roten Blutzellen durchschieben kann, die auf die Seite schieben kann. Nun, diese
Zellmigration, die kann gerichtet sein und die wird ausgelöst durch externe Signale, durch sogenannte chemotaktische Signale. Und das war auch der Grund, warum dieser neutrophile Granulozyt dieses Bakterium jagen konnte, weil er einer biochemischen, chemotaktischen Spur gefolgt ist. Deshalb können diese externen Signale die Richtung der Zellmigration auslösen. Und was Sie hier sehen, ist wiederum so ein Neutrophiler. Das ist wieder so eine Phasenkontrastaufnahme in einem mikroskopischen Experiment, wo man diese Zellen isoliert hat. Und rechts sehen Sie die Spitze einer Glaspipette. Aus dieser Spitze der Glaspipette tröpfeln jetzt, sage ich jetzt einmal, picomolare, nanomolare Konzentrationen von solchen chemotaktischen Faktoren. Und in dem Moment, wo dieser chemotaktische Reiz hier von rechts im Bild auf diese Zelle trifft, und die Zelle hat einen Sensing-Mechanismus, hat Rezeptoren an ihrer Oberfläche, wo sie das abgreifen kann, dieses biochemische Signal, dann beginnt sich die Plasmamembran zu formieren und in diese Richtung zu protrudieren und nach vorne zu schieben. Und ich zeige Ihnen jetzt dazu die Chemotaxis der Neutrophilen in diesem In-vitro-Experiment nachgestellt. These human neutrophils, taken from the blood of a graduate student, are mobile cells that will quickly migrate to sites of injury to help fight infection. They are attracted there by chemical signals that are released by other cells of the immune system or by invading microbes. In this experiment, tiny amounts of chemoattractant are released from a micropipette. When neutrophils sense these compounds, they polarize and move towards the source. When the source of the chemoattractant is moved, the neutrophil immediately sends out a new protrusion, and its cell body reorients towards the new location. Ja, wenn Sie das sehen und das molekulare Verständnis jetzt langsam entwickeln, wie diese elementaren Prozesse ablaufen, werden Sie auch verstehen, wie wichtig diese Mechanismen sind, dass Neutrophile in die Wunde migrieren können, dass sie angelockt werden. Und so funktioniert es, dass die aus den Gefäßen herauskommen können, dass sie sich durchzwängen durchs Gewebe und dass sie dorthin wandern, diese Zellen unseres angeborenen Immunsystems. Diese Mechanismen sind auch wichtig in der Embryonalentwicklung, wenn sich Gewebe bilden, in der Organanlage, dort immer müssen Zellen wandern und müssen an den Ort ihres Geschehens, wo sie erwartet werden und wo sie benötigt werden, hinkommen. Denken Sie nur an das ganz einfache Beispiel, Sie schneiden sich mit dem Messer in die Haut und diese Wunde muss sich schließen. Diese Wunde schließt sich, weil Fibroblasten, Bindegewebszellen, aber auch Keratinozyten einwandern und diese Wunde schließen können. Und die chemotaktischen Reize, die ausgelöst werden, werden durch Zellverwundung freigesetzt, werden durch Infektionen freigesetzt oder durch andere Stimuli. Und diese Signale werden empfangen und es sind Transmembranrezeptoren, die diese Chemoattraktanz dann empfangen und binden können. Die können auch von Bakterien ausgesendet werden und dann migrieren Zellen eben in diese Richtung, woher der Gradient kommt, den diese Rezeptoren empfangen. Und diese Rezeptoren lösen eine Signalkaskade in den Zellen aus. Das sehen Sie hier durch diese roten kleinen Striche dargestellt. Das sind Transmembranproteine, die, wenn sie den Liganden binden, eine Konformationsänderung durchmachen können. Und die aktivieren dann Signalmoleküle in den Zellen. Und das sind sogenannte GTP-bindende Proteine. Die Details jetzt dazu, welche Proteine genau involviert sind und wie die heißen, brauchen Sie bei der Prüfung nicht wissen. Sie müssen aber wissen, dass diese Rezeptoren eine Klasse von Proteinen in der Zelle steuern können und Signale übermitteln können. Das sind in diesem Fall GTP-bindende Proteine, also wieder Proteine, die molekulare Schalter darstellen, RAC und RHO. Und diese zwei Proteine
je nachdem, welches von ihnen dominiert. Wenn RAC dominiert, wird Polymerisierung, also Vorstoßen der Membran erzeugt. Wenn Rho dominiert, dann kommt es zu einer Actin-Myosin-Kontraktion, was hier am Ende der Zelle eine Rolle spielt, wenn der Schwanz der Zelle nachgeschoben wird. Und diese zwei Proteine können sich auch gegenseitig inhibieren und die sind eingebunden in einen Signaltransduktionszyklus, der es erlaubt, dadurch durch das Anschalten dieser molekularen Determinanten, dieser molekularen Schalter zu entscheiden, dass die Zelle in diese Richtung entlang dieses Chemogradienten dann migrieren kann. Nun, wir kommen jetzt nach diesem Kapitel zum nächsten Kapitel. Ah ja, da fragt mich ein Seher, ob ich die Maus wieder vergrößern könnte. Entschuldigen Sie, das habe ich ganz übersehen. Ich werde es gleich jetzt in den Systemeinstellungen machen. So, das sollte jetzt besser sein für Sie. Entschuldigen Sie, dass ich das übersehen habe. Ich danke für Ihren Hinweis. Nun, wir gehen zum nächsten Kapitel. Das ist im Alberts im Buch, das Kapitel 19. Und es geht um die Zell-Zell-Verbindungen, die wir ja jetzt schon angesprochen haben. Und auch die Verbindungen zur extrazellulären Matrix, wie diese Fokaladhäsionen, Hemidesmosomen. Alles haben Sie schon gehört im Laufe der Vorlesung. Wir wollen jetzt aber dieses Kapitel dementsprechend molekular besprechen. Diese Zell-Zell-Verbindungen in diesem Kapitel, die werden auch im Englisch als Junctions bezeichnet. Und wir werden auch über die extrazelluläre Matrix sprechen. Und wir werden darüber sprechen, wie die Zelle sich mit dieser Matrix verbinden kann. Also nicht nur, wie Zellen und Zellen sich verbinden, sondern auch, wie die Zelle sich auf ihrem Untergrund mit der Matrix verbinden kann. Nun, Zellen brauchen diese Verbindungen zueinander, diese Junctions. Das ist jetzt wiederum diese wunderbare Aufnahme von Michael Hess, die Elektronenmikroskopie dieses intestinalen Epithels mit dem Mikrovilli-Saum, mit dem Cortical-Actin-Saum hier, wo die Mikrovilli organisiert sind. Und hier die Grenzen von diesen Zellen, hier ist sie sehr gefaltet, diese laterale Grenze. Und dann sehen Sie immer wieder hier so schwarze, elektronenmikroskopisch schwarz dicht dargestellte Strukturen. Das sind die sogenannten Zell-Zell-Verbindungen, die Tight Junctions, die Zonular Occludens, diese ganz festen Junctions sitzen ganz oben, dann hat man diese Adherens Junctions, die wir heute besprechen werden noch, und diese Desmosomen, die die Zellen, diese Haftblättchen miteinander verbinden, die immer paarweise angeordnet sind. Ein Teil auf der einen Zellmembran innen anliegend, der andere Teil auf der anderen, wo diese Haftblättchen eben den Kontakt machen. Gehen wir als nächstes einmal noch einmal in die Klassifizierung hier, in diese Tight Junctions, die also ganz oben sitzen. Das sind die hier. Dann haben wir die Adherence Junctions oder die Adhäsionsverbindungen, Zonular Adherence oder Zonular Occludens entsprechend genannt. Und dann haben wir diese typische Struktur eben der Desmosomen. Auch das ist ein Bild aus der Werkstätte von Professor Hess. Schematisch dargestellt sind hier jetzt einmal eingangs schon einige wichtige Unterschiede für Sie festzuhalten. Die Tight Junctions werden durch diese Transmembranproteinkomplexe im Apex der Zelle ganz oben also gebildet und die dichten praktisch die Epithelien ab, den Spalt in der Membran, dass apikale Proteine und Lipide nicht nach basal und lateral diffundieren können und umgekehrt. Was Sie auch sehen, ist, dass Sie hier keine roten, blauen Strukturen mit den Tight Junctions assoziiert sind. Das sind die Zytoskelettstrukturen, die bei den Tight Junctions und bei der Zonular Occludens keine Rolle spielen und nicht mit den Junctions verbunden sind. Anders ist es jedoch bei den Junctions, die darunter liegen, bei diesen Cell-Cell-Junctions, und zwar den Anchoring-Junctions, diesen Adherence-Junctions.
Und Sie sehen hier in Rot dargestellt die Aktinfilamente, die verbunden sind mit dieser grünen Proteinplatte, mit diesen Proteinen, die diese Transmembranproteine verbinden. Wir werden uns die im molekularen Detail anschauen. Und dann haben wir die Desmosomen, die mit dem blauen Zytoskelett teilen. Das sind hier die Intermediärfilamente, verbunden sind. Sehr ähnlich im Aufbau, wie Sie hier sehen. Man hat Transmembranproteine, man hat Proteine auf der zytoplasmatischen Seite und man hat diese Kabel von den Desmosomen. Dann gibt es die Hemidesmosomen hier unten. Das sind also halbe Desmosomen, die die Zelle verankern mit der Basalmembran, wieder integrale Transmembranproteine, eine Haftplatte aus Proteinen, die sie mit den Intermediärfilamenten verbindet, und die gibt es in einer anderen Ausprägungsform, diese Anchoring Junctions, diese Ankerverbindungen, und zwar solche, die mit dem Aktin-Zytoskelett verbunden sind. Und dann gibt es noch eine andere Form der Junctions, das sind solche, die Poren oder Kanäle formieren können, das sind die sogenannten Gap Junctions. Das sind auch transmembrankomplexe Proteine, die sich mit denselben von einer anderen Zelle verbinden können und einen Kanal bilden können, sodass zwischen Zellen kleine Moleküle durch diesen Kanal hindurch diffundieren können und sich austauschen können. Diese Junctions bestehen eben, jetzt ganz allgemein, aus Transmembranproteinen und aus Zytoskelett-Ankerproteinen, die sie mit dem Zytoskelett verbinden. Ob das jetzt die lateralen Junctions sind, so wie die Adherens-Junctions oder die Desmosomen, oder ob es die verankernden Junctions sind, die basal in den Zellen sitzen, sie alle haben diese Transmembranproteine, die hier jeweils in grün dargestellt sind. Bei den verankerten Junctions interagieren diese Transmembranproteine mit Proteinen der extrazellulären Matrix. Und bei den Zell-Zell-Verbindungen interagieren diese Transmembranproteine jeweils mit demselben Transmembranprotein von der anderen Zelle im Raum, der zwischen in diesen Zellen liegt, im Interzellulärraum. Auf der zytoplasmatischen Seite assemblieren sich Proteinkomplexe, die dann in der Lage sind, jeweils die Zytoskelettelemente dort binden zu lassen und dort diese Verankerungen etablieren zu lassen. Diese Adhäsionsmoleküle teilt man in verschiedene Familien ein, und eine ganz bedeutende für diese Adherence-Junctions sind die Katharine. Die haben eine große Familie, die sie bilden, eine vielfältige Familie, und die vermitteln die sogenannte homophile Adhäsion. Homophil heißt, dass sich jeweils zwei von diesen Proteinen, die dasselbe Familienmitglied darstellen, miteinander verbinden können. Es gibt auch heterophile Bindungen, wo sich zwei unterschiedliche Transmembranproteine miteinander paaren können. Die Katharine vermitteln aber die homophile Adhäsion. Und das sieht man jetzt hier dargestellt. Man hat links in Grau die Plasmamembran der Zelle 1 und hier in Grau rechts die Plasmamembran der Zelle 2. Beide haben in ihrer Plasmamembran verankert ein Transmembran-Katharin-Molekül. Hier links in Grün dargestellt, rechts in der Zelle in Blau dargestellt. Die N-Termini dieser Moleküle richten sich jeweils im Extrazellulärraum aus, die kurzen C-Termini richten sich im Intrazellulärraum aus. Diese N-Termini können jetzt miteinander eine starke Bindung eingehen. Diese Bindung ist abhängig von der Calciumkonzentration, die im Intrazellulärraum vorherrscht. Bei entsprechender Calciumkonzentration werden die Calciumbindungsstellen, also wenn genügend Calcium ist, in dieser Hinge-Region, das ist diese bewegliche Region in diesem Katharin-Molekül, besetzt.
und verleihen dem Molekül eine gewisse Stabilität dadurch. Und dadurch kann es diese homophile Protein-Protein-Interaktion in dieser Angelregion oder Hinge-Region eingehen. Wenn man jetzt das Kalzium entfernt, das kann man experimentell im Kultursystem zum Beispiel machen, indem man ein kalziumfreies Medium verwendet und den Rest des Kalziums, das drinnen ist, über einen Gelatbildner wie EGTA oder EDTA herausfischt, dann wären die flexibel, diese Regionen, und können nicht mehr diese Interaktion eingehen und die Junctions brechen auf. Das ist ein reversibler Vorgang. Man kann den Retour gestalten, indem man Kalzium wieder zugibt, dann können sich diese Moleküle wieder einander nähern und können diese starke Bindung eingehen. Also kalziumabhängige Öffnung und Schließung dieser Proteininteraktion und die Etablierung also dieser Junctions. Das sieht man hier jetzt noch einmal dargestellt. Die Strukturen, die Sie hier sehen, sind wirkliche Strukturen. Das sind Kristallstrukturen, die man von diesen Molekülen erhoben hat, auch wenn sie sich miteinander verbinden und atomar berechnet hat. Das sind jetzt also nicht Zeichnungen, schematische, sondern eine Kombination von wirklichen Strukturen, die erhoben wurden durch Kristallographie und die dann kombiniert wurden, also mit dieser schematischen Zeichnung. Das zeigt Ihnen noch einmal, dass diese Interaktion abhängig ist von den Kalziumkonzentrationen. Wenn wir kein Kalzium haben oder wenig Kalzium haben, sind die Kalziumbindungsstellen am Katharinenmolekül nicht besetzt. Und das wird dann ganz flexibel und kann sich nicht versteifen. Wenn die Kalziumbindungsstellen besetzt sind, kann dieses Protein eine Konformationsänderung durchmachen, klappt praktisch nach außen und kann dann mit einem anderen Katharin, das von der anderen Zellseite kommen würde, diese Interaktion eingehen. Also diese ist kalziumabhängig. Diese katharinabhängige Zell-Zell-Adhäsion ist wichtig jetzt für die Organisation der Gewebeentwicklung, weil Zellen müssen während der Gewebeentwicklung aneinander haften können. Und das zeige ich Ihnen jetzt in dem nächsten Video, wo diese Adhäsionsjunctions in ihrer Entstehung zwischen Zellen angeschaut werden, wiederum in einem Experiment mit lebenden Zellen, wo diese Katharine fluoreszierend dargestellt werden und wo Sie einen Zellrasen sehen, der sich da entwickelt. These epithelial cells express green fluorescent cadherin. They are grown at low density so that isolated cells can be observed. Initially, labeled cadherin is diffusely distributed over the whole cell surface. As cells crawl around and touch each other, cadherin becomes concentrated as it forms the adhesion junctions that link adjacent cells. Eventually, as the cell density increases further, the cells become completely surrounded by neighbors and form a tightly packed sheet of epithelial cells. Ja, also was hier vielleicht noch wichtig ist, um Ihnen das noch einmal eindrücklich vorzuzeigen. Diese Zelle hier exprimiert dieses E-Cadherin-Molekül als GFP-Fusion mit einem Green-Fluorescence-Protein und ist diffus in Zytoplasma verteilt. Wenn diese Zelle jetzt hier beginnt, einen Kontakt zu machen mit einer anderen Zelle, auch diese Zelle exprimiert das im Zytoplasma, darum sind die so grün dargestellt. Und das ist jetzt eine Überlagerung von so einer Phasenkontrastaufnahme mit einer Fluoreszenzaufnahme, und die zwei Kanäle sind übereinander gelegt, sodass Sie sowohl die Morphologie der Zelle sehen, wie sie sich offeriert, wenn die Zellen sich teilen und wachsen und migrieren, um eine Monolayer zu machen, als auch was sich im Fluoreszenzkanal abspielt mit den Proteinen, die exprimiert sind. Werden diese Cadherin-Moleküle dorthin rekrutiert, wo die Zellen Kontakt machen und beginnen dann dort diese Junctions zu bilden, wie Sie sehen, dass diese grown at low density, so that isolated cells can be observed.
Und das sind jetzt diese beginnenden Initially, label cadherin is diffusely distributed over the whole cell surface. As cells crawl around and touch each other, cadherin becomes concentrated as it forms the adhesion junctions that link adjacent cells. Eventually, as the cell density increases further, the cells become completely surrounded by neighbors and form a tightly packed sheet of epithelial cells. Nun, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie sich zum Beispiel Gewebe organisieren und entwickeln können? Unterschiedliche Zelltypen können unterschiedliche Katharine exprimieren. Es gibt ein Katharin, das heißt E-Katharin, und das ist E wie epitheliales Katharin. Dann gibt es ein zweites Katharin, das ist das sogenannte N-Katharin, das neuronale Katharin. Ich höre gerade von Vincent Gemacher, dass während das Video läuft, kann man sie leider nicht verstehen. Haben Sie da gar keinen Ton oder hören Sie mich nur schlecht? Ich werde es überprüfen. Aber danke, dass ich das weiß. Dann werde ich in Zukunft danach reden und nicht ins Video reinreden. Nun, Zellen exprimieren E-Katharin, epitheliale Zellen oder solche, die epitheliale Organe bilden sollen. Und M-Katharin, das rote hier, wird exprimiert von Zellen, die zum Beispiel neuronale Gewebe bilden sollen. Jetzt ist es eine homophile Bildung, habe ich gesagt. Also ein E-Katharin kann nur mit einem E-Katharin eine Verbindung machen und nicht mit einem N-Katharin. Während das N-Katharin kann mit dem N-Katharin eine Bindung machen. Und dadurch kann man jetzt Gewebe sortieren voneinander, weil die E-Katharin exprimierenden Zellen einen Gewebeverband bilden werden und die N-Katharin exprimierenden Zellen. Somit kann man durch die Expression, dadurch kann man durch die Expression von verschiedenen Katharinen verschiedene Gewebeentwicklungen steuern. Aber es geht auch zum Beispiel innerhalb von E-Katharin-exprimierenden Zellen, dass man diejenigen, die hohe Mengen von E-Katharin exprimieren, von solchen, die niedrigere Mengen von E-Katharin exprimieren, voneinander absortieren kann, einfach durch die Höhe der Expressionslevel, weil dann die, die mehr exprimieren, mehr homophile Interaktionen und stärkere homophile Interaktionen machen. Sodurch können verschiedene Bereiche von Epithelien in epitheltragenden Geweben entstehen. Das ist wichtig, was ich bei Drüsenentstehung, bei der Entstehung von der Leber, wo verschiedene Epithelsysteme also zusammenkommen. Und dadurch wird also die Organisation der Gewebeentwicklung gesteuert. Denken wir an das Beispiel also, vom Mesoderm, von den epidermalen Zellen, von der Neuralplatte. Durch diese homophilen Interaktionen ist es überhaupt erst möglich, dass sich im 3D-Kontext räumlich diese Anlagen, diese Organanlagen und Gewebeanlagen orientieren, organisieren und voneinander trennen können. Nun, diese Zellen sind aber in ihrem Differenzierungsphänotyp nicht statisch, weil das Epithel kann sich in Richtung Mesenchym verwandeln und umgekehrt das Mesenchym kann sich in Richtung Epithel verwandeln. Und diese Übergänge hängen auch von der Kontrolle der Katharine ab. Ein Beispiel ist hier gezeigt, das ist die epithelial-mesenchymale Transition, epithelial-mesenchymal Transition genannt. Und da, die geht einher mit einem Verlust von Adhäsion. Stellen wir uns einmal vor, das Beispiel im Darm bei einem Kolonkarzinom, wo wir den epithelialen Phänotyp sehr schön ausgeprägt haben mit Zell-Zell-Junctions im gesunden Bereich, mit der apikal-basalen Polarität,
mit der Katerien-Expression, mit Zytokeratinen. Das ist ein nicht invasiver, nicht motiler Phänotyp von differenzierten Epithelzellen. Wenn jetzt aufgrund von Mutationen Adhäsionsmoleküle verloren gehen, zum Beispiel, und diese epithelialen Eigenschaften dadurch langsam verloren gehen, beginnen diese Zellen sich umzuwandeln. Sie bekommen mehr und mehr mesenchymalen Charakter, wie den Charakter eines Fibroblasten zum Beispiel, unpolarisiert, ohne Katerine, ohne Junctions, spindelförmig, nicht mehr kolumnar wie das Epithel. Sie switchen zum Beispiel, sie wechseln über ein anderes Katerienprogramm, sie verlassen das E-Katerienprogramm, gehen zum Beispiel in ein N-Katerienprogramm, entwickeln Zytokeratinproteine, die untypisch sind für Epithelzellen, typisch sind für Fibroblasten oder mesenchymale Zellen. Erinnern Sie sich an die Tabelle, die ich Ihnen eingangs bei den Intermediärfilamenten gezeigt habe. Sie exprimieren dann Vimentin, sie werden motil, sie werden invasiv. Das spielt bei der Krebsentstehung eine große Rolle, wenn Zellen aus dem Tumor auswandern und wenn zum Beispiel der Verlust von Adhäsionsmolekülen, die diesen E-Katerin-Komplex aufbauen, wie die Katinine oder die Katerine selbst, im Tumor dann stattfinden, dann bedeutet es, und da sehen Sie hier wieder das Stethoskop eingeblendet, eine schlechte Prognose. Das heißt, dieser Tumor macht dann eine epithelial-mesenchymale Transition durch. Und diese Zellen, die sich dann bilden, die motil sind, die spindelförmig sind, die machen was? Ja, die werden Metastasen bilden. Das sind Zellen, die dann herausmigrieren. Aber alles, was in der Tumorentstehung entgleisen kann, ist in der Regel ein Prozess, der sehr wichtig ist und auch in die andere Richtung stattfinden muss in der Entstehung von Organen, in der Embryogenese. In der Embryogenese ist es umgekehrt, da wird das Mesenchym durch den Ureter, durch die Ureterknospe, die einwächst, wird umgewandelt von Mesenchymzellen in Richtung epitheliale Zellen. Das heißt, dann entsteht das Nierenepithel. Also diese Prozesse sind immer miteinander gekoppelt und ich sage immer in den Vorlesungen, alles, was eine Rolle spielt in der Embryonalentwicklung, was wichtig ist, dass ein Organismus entstehen kann, kann leider auch die Achillesferse darstellen, wenn es entgleist für Tumorentwicklungen. Und was Sie hier mitnehmen müssen, ist, dass der Verlust dieser Adhäsionsmoleküle einen Phänotyp hervorruft von migratorischen, invasiven Tumorzellen, weil sie nicht mehr im Organverband miteinander verbunden bleiben, spindelförmig werden, auswachsen anfangen und an dieser histologischen Färbung sehen Sie, dass in diesem Spindelzellkarzinom zum Beispiel E-Katerin, das typische Membranstaining, komplett fehlt und auch das Beta-Catenin fehlt, was in den Kontrollen der gesunden Gewebe noch vorhanden ist oder in den Kontrollen der Tumorareale, die noch gutartig und nicht invasiv klassifiziert werden. Deswegen ist für den Pathohistologen die Expression dieser Adhäsionsmoleküle bzw. der Verlust derselben immer wichtig für die Einteilung der Malignität eines Tumors. Nun, ich hatte schon jetzt kurz angesprochen, dass es diese Linkerproteine gibt, also diese Kateninen, die verbinden diese klassischen Katerine mit dem Actin-Cytoskelett. Und das sieht man hier. Sie sehen hier das Katerin-Molekül, das Ihnen jetzt schon bekannt ist aus meinen grafischen Übersichten, die Plasmamembran und hier den zytoplasmatischen Teil, das Zytosol. Die Actin, diese Beta-Katinine, die hier verloren gehen in den Tumoren, haben diese wichtige Aufgabe, das Zytoskelett der Actin-Filamente zu assoziieren mit diesen Adherence Junctions, mit diesen Adhäsionen. Und die existieren auch in verschiedenen Familienuntereinheiten. Da haben wir das P120-Katinin, Beta-Katinin, Alpha-Katinin. Merken Sie sich übergeordnet die Katinine, die die Actin-Cytofilamente verbinden mit den Katerinen. Und hier sehen wir das noch einmal dargestellt, dass in diesen Zellkontakten
dann die Zytoskelettelemente durch diese Linkerproteine sich dazugesellen können. Und so entstehen lateral wachsend durch dieses Recruitment, durch dieses Dynamische, durch dieses Rekrutieren von mehr Katharinen und mehr Katinin diese teilweise als sehr lang imponierenden Adherence-Junctions, die Sie auch in der Elektronenmikroskopie gesehen haben, die immer lange ausgestreckte Gebilde sind, weil die lateral expandieren können und dadurch sehr feste Zellverbindungen herstellen können. Was Sie auch sehen, ist, dass dieses Zytoskelett sich dann zu organisieren beginnt durch die Hilfe der Katinine, was wir hier so noch als Zufallsskelettanordnung random sehen. Dieses Netzwerk wird dann zu einem organisierenden Netzwerk entlang der Membran und verleiht dem dann auch zu Festigkeit diesen Verbindungen. Und dadurch entsteht ein Gürtel, das sogenannte Artesian Belt, der sich immer im oberen Drittel von diesen Epithelzellen abspielt. In Rot sehen Sie hier das Aktin-Zytoskelett dargestellt mit den Aktinbündeln, die in diese Mikrotubuli hineingreifen, die sich organisieren. Und dann haben wir diese Aktinbündel, die wirklich wie ein Gürtel durch diese Artesian Belt durchlaufen und mit diesem Gürtel des Epithel verfestigen, die lateralen Kontakte der Epithelzellen bewerkstelligen und durch diesen Adhäsionsgürtel eine Barriere auch darstellen. Nun, jetzt kommen wir zu den nächsten Verbindungen, die wir heute noch abhandeln wollen. Das sind die Desmosomen. Nun, diese Desmosomen verleihen den Epithelien mechanische Festigkeit, weil sie der Adhäsionsbereich sind und diese Junctions sind, die sich mit den Intermediärfilamenten assoziieren können. Hier sehen wir so ein Desmosom dargestellt mit Transmembranproteine. Auch die gehören zu dieser Superfamilie von Katharinen, sind aber die nicht klassischen Katharinproteine, die miteinander sich verbinden können. Diese nicht klassischen Katharinproteine können homotypische, homophile Interaktionen machen und können sich aber auch mischen mit verschiedenen Klassen von diesen Katharinen und bringen die zwei Plasmamembranen dann zusammen in diesem Interzellulärspalt. Auf der zytoplasmatischen Seite sehen Sie diesen Plaque-Komplex. Und dieser Plaque-Komplex, der in der Elektronenmikroskopie als schwarz und dicht immer imponiert, besteht aus den Adapterproteinen, die wiederum dann die Intermediärfilamente im zytoplasmatischen Raum binden können und organisieren können. Die Transmembranproteine, die diese Junctions ausmachen, sind nicht klassische Katharine und dazu gehören Desmogliine und Desmocolline. Die zwei sich bitte merken. Die machen jeweils so heterodimere Strukturen, also nicht Protein-Protein-Aktionen, kommen aber so abwechselnd miteinander vor und können homophile Interaktionen mit Desmoglinen und Desmocolinen jeweils der anderen Zelle machen. Daran sitzen diese Adapterproteine wie Placofolin, Placoglobin und Desmoplakin, die entsprechen so praktisch den Katininen von den Adherence-Junctions. Und so sehen wir die dann in der Elektronenmikroskopie, wo wir die Fasern sehen, der Intermediärfilamente, wo wir diesen Plaque sehen, der durch diese Adapterproteine hervorgerufen wird, jeweils auf der Innenseite der Plasmamembran sitzend und wo wir innen erahnen können durch diese grau dargestellten Flächen und durch die Linien, die da miteinander verbinden, wie diese Transmembranproteine hier fingerartig miteinander interagieren und diese Haftblättchen zwischen den Zellen ausbilden. Das sieht man noch deutlicher bei dieser schönen Vergrößerung, wo man die Transmembranprotein Teile sehen kann, den Plaque sehen kann und dann die Filamente, die Intermediärfilamente, die davon ausstrahlen.
Diese Blättchen, diese Haftblättchen überziehen an der Innenseite, kleiden an der Innenseite die Membranen der Epithelzellen eben aus, die lateralen Membranen der Epithelzellen kleiden die aus und sind durch diese starken Kabelstränge, die Intermediärfilamente, miteinander verbunden. Sie stehen aber auch in Verbindung mit diesen Halbstrukturen der Desmosomen, die wir als Hemidesmosomen bezeichnen, und die auch diese Transmembranproteine haben, die aber mit der Basalmembran hier unten interagieren. So, das waren jetzt also die Adhäsionsverbindungen und die Desmosomen und die Hemodesmosomen. Und wir schauen uns jetzt noch die ganz engen Verbindungen an, die sogenannten Tight Junctions, die Zonular Occludens, die ich auch ganz früh in meiner Vorlesung Ihnen schon gezeigt habe und damals versprochen hatte, dass wir die bei den Zell-Zell-Verbindungen noch einmal genauer anschauen. Weil die machen diese Versiegelung zwischen den Zellen und bilden so quasi einen molekularen Zaun zwischen den Plasmamembrandomänen, dass sich die apikale und die basolaterale Plasmamembrandomäne nicht miteinander vermischen können. Ich hatte Ihnen dieses Experiment schon einmal gezeigt, wo man Epithelzellen wachsen lässt in einem Monolayer, dass sie diese Tight Junctions ausbilden können und man ein Tracer-Molekül von oben zugibt und das dann in der Elektronenmikroskopie schwarz darstellen kann und dann sieht man, wie zwischen den Mikrovilli sich dieser Tracer ansammelt im oberen Zellkompartiment, aber die Junctions schließen komplett ab und lassen dieses kleine Molekül nicht nach unten diffundieren. Das heißt, sie sind intakt. Wenn man das Experiment umdreht und von unten diesen Tracer zugibt, sieht man, dass diese Junctions auch intakt sind, weil sich der Raum zwischen den Zellen, der interzelluläre Raum, füllt mit dem Tracer, aber nicht nach oben austreten kann. Das hatten wir besprochen, dass das wichtig ist für die Aufrechterhaltung der Gradienten, zum Beispiel bei der Zuckeraufnahme mit dem Zuckergradienten. Und wir haben das bei den Kanälen besprochen, wo wir den Natrium-Kalium-Kanal besprochen haben, der den Natriumgradienten auffällt und der Natriumgradient, wenn Sie sich erinnern an meine Erklärungen, die Glukoseaufnahme treibt. Nun, diese Tight Junctions enthalten Stränge von Transmembran-Adhäsionsproteinen und diese Stränge kann man sich so vorstellen, wie als wenn man diese Zellen zusammennähen würde mit einer Nadel, als wenn man einen Saum nähen würde. So verbinden diese Stränge die zwei Plasmamembrandomänen. Und diese Proteine, die dafür verantwortlich sind, machen wiederum homophile Adhäsionen zueinander. Das sind Claudine und Occludine. Die Occludine mit den Occludinen, die Claudine mit den Claudinen. Und zusammen machen sie so ein laterales Assembly. Transmembranproteine, die mehrfach jeweils die Membran spannen. Was hier bei denen jetzt anders ist als wie bei den Katerinen, ist, dass der N-Terminus und der C-Terminus jeweils auf der zytoplasmatischen Seite sind und dass sie über extrazelluläre Loop-Regions, die sie in den Interzellulärraum exprimieren, miteinander interagieren können. Auch bei der anderen Zelle sind jeweils der N-Terminus und der C-Terminus auf der Innenseite angeordnet. Und so entstehen diese Stränge durch diese Proteininteraktionen wie Nadelstiche, die diese zwei Membranen zueinander nähen. Dann kommen wir noch zur letzten Gruppe der Junctions. Und das sind die sogenannten Gap Junctions. Die bilden Kanäle und die koppeln Zellen dadurch sowohl elektrisch als auch metabolisch durch diese Kanäle. Diese Gap Junctions können in der Elektronenmikroskopie auch dargestellt werden, hier in der Transmissionsmikroskopie. Die können große Junctions bilden, so richtige Cluster. Das ist ein Gefrierbruch-Elektronenmikroskop, wo man auf die Plasmamembran schaut und diese einzelnen Kanaluntereinheiten hier sieht, die so einen Cluster bilden. Es können einerseits große Cluster sein, es können andererseits auch kleine Cluster von diesen Gap-Junctions entstehen. Diese Gap-Junctions haben eine Durchlässigkeit von einer gewissen Größe, das also bis zu einem Molekulargewicht von 1000 können Moleküle, also man misst das in Dalton, das Molekulargewicht, abgekürzt DA, Dalton,
100 Dalton, 1000 Dalton können, also durchdiffundieren durch diese Kanäle alles, was größer ist als, sagen wir mal, 5000 Dalton oder mehrere tausend Dalton, wird dann exkludiert und kann durch diese Kanäle nicht mehr durchdiffundieren. Und so durch entstehen Kanalsysteme, die diese Zellen elektrisch als auch metabolisch koppeln können. So ein Gap-Junction-Komplex wird als Gap-Junction-Konnexon bezeichnet und der besteht aus Untereinheiten, aus 6 Transmembran-Untereinheiten, die Konnexine bezeichnet werden. Also die Konnexine formen die Konnexone. Und das sieht so aus. Hier haben wir wieder in Grau dargestellt die Plasmamembran von Zelle 1, unten die Plasmamembran von Zelle 2. Hier jeweils die Konnexone dargestellt, die aus einzelnen Konnexinen bestehen. Also die Einzeleinheit, die grünen hier sind die Konnexine und wenn sie sich zusammenlagern, bilden sie ein Konnexon. Und jeweils ein Konnexon von der einen Zelle lagert sich zusammen mit einem Konnexon der anderen Zelle, also wieder diese homophilen Interaktionen und bilden dadurch diesen offenen Kanal zwischen den benachbarten Zellen. Der Spalt, den die überbrücken können, also ist so zwischen 2 bis 4 Nanometer, also so nahe müssen die Membranen aneinander kommen, um diese Verbindungen, diese Gap Junctions eingehen zu können. Konnexon ist also der gesamte Kanal, Konnexin ist die Untereinheit. Dann gibt es noch andere sehr passagiere Zell-Zell-Verbindungen, die werden durch die sogenannten Selektine vermittelt. Das sind vorübergehende Zell-Zell-Adhäsionen, die im Blutkreislauf stattfinden. Und die werden wir das nächste Mal besprechen und ich werde die Vorlesung jetzt schließen. Wir machen morgen zur selben Zeit weiter und werden zu Beginn wieder Ihre Fragen beantworten, sofern Sie welche haben. Ich werde mir die aus dem Live-Chat also wieder dann heraussuchen. Und morgen werden wir diese Adhäsionssysteme fertig besprechen und dann mit einem ganz wichtigen Kapitel beginnen mit dem Zellzyklus. An und für sich hätte ich geplant, dass am 1. April am Mittwoch der Professor Deiss dann übernimmt. Es kann aber auch sein, dass wir noch länger brauchen oder Sie noch mehr Fragen haben zu meinem Vorlesungsteil. Dann werden wir den Mittwoch auch noch in Anspruch nehmen und Kollege Deiss beginnt halt dann dementsprechend am Donnerstag. Das würde man aber dann noch entsprechend bekannt geben und ich würde dann auch die Livestreams entsprechend anpassen im Kanal. Ja, mit diesen Ausführungen möchte ich schließen und freue mich schon auf morgen und werde jetzt noch einmal versuchen, eine Tonspur einzuspielen mit unserem neuen Zellbiologie-Song. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wir sehen uns morgen. Und Huber, Online-Vorlesung geht ab, ziemlich nice. Um 11 Uhr stehen wir alle bereit. Transportiert wird der Vibe ohne Spannungsgradienten. Huber, Hess und Theis, die Unwissenheit wird enden. Sag mir, wer liefert ab? Heißer als ein Trio. Das Zell-Bio-Trio. Wir sitzen alle da. Sind am Ende mit unserem Land. Es kann doch alles nicht sein. Come on everybody!
am Ende mit unserem Satellit. Es kann doch alles nicht sein, aber wir sind niemals allein. Come on everybody! We'll be right back.
alle da. Sind am Ende mit unserem Land zu sehen. Es kann doch alles nicht sein.